Hey Leute, willkommen im nächsten Video. Ich weiß, meine Haare sehen aus wie Sau. Da wird jetzt die Tage was für gemacht, aber aktuell bin ich da noch nicht zugekommen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich beantworte mal ein paar Fragen hier. Ich habe mir jetzt hier eine Frage rausgesucht. Und zwar fragt Kilian, beziehungsweise Kilian hat ein Problem. Es ist so, dass er beim Training keinen Pump bekommt. Und er sich fragt, ob er wirklich dann auch Muskeln aufbaut, wenn er beim Training keinen Pump bekommt. Ob er sein Training darauf fokussieren sollte, mehr Pump zu haben beim Training. So, Kilian, also es ist so. Es ist nicht unbedingt wichtig, einen guten Pump beim Training zu haben, um Muskeln aufzubauen. Wichtig ist, dass du eine Progression in deinem Training hast. Das heißt, dass du dir eine Trainingsmethode aussuchst, diese Trainingsmethode über einen längeren Zeitraum fährst, sagen wir mal 8 Wochen, und innerhalb dieses Zeitraums mit deinem Gewicht quasi höher gehst, sprich eine Progression erhältst, unter anderem dadurch, dass du stärker wirst, sprich mit dem Gewicht höher gehst oder du mehr Wiederholungen machst. Es bringt dir nichts, die ganze Zeit einfach nur darauf loszutrainieren, dass du einen guten Pump im Training hast und darauf zu warten quasi, dass die Muskeln wachsen. Du kannst einen guten Pump auch dadurch bekommen, indem du dann einfach mal einen Satz machst mit 30 Wiederholungen. Du hast einen guten Pump, aber du hast nicht wirklich Progression in deinem Training. Du musst dir das so vorstellen, wenn du in dein Training gehst und du in der ersten Woche beim Bankdrücken 60 Kilo machst, dann solltest du dir das Ziel setzen, in der kommenden Woche eventuell 65 Kilogramm zu drücken im gleichen Wiederholungsbereich. Setz dir am besten einen Wiederholungsbereich bei 6 bis 10 Wiederholungen, weil das ist ein guter Bereich, den man beobachten kann. Wenn du dann in der ersten Woche deine 6 Wiederholungen geschafft hast, ne, dann setzt du dir quasi das Ziel, in der nächsten Woche auch wieder deine 6 Wiederholungen zu schaffen oder eventuell deine 6 Wiederholungen zu schaffen mit einem höheren Gewicht. Sprich, dass du quasi immer versuchst, eine Schippe draufzulegen. Anders kannst du das natürlich auch mit den Wiederholungen machen. Du kannst natürlich auch sagen, okay, ich habe in dieser Woche habe ich meine 60 Kilogramm gedrückt, ich habe 6 Wiederholungen geschafft und mehr als 6 war nicht drinnen. Wenn du dann aber in der nächsten Woche 8 Wiederholungen schaffst, dann hast du eine Progression gehabt und quasi bist stärker geworden, weil du es ja jetzt geschafft hast, 2 Wiederholungen mehr rauszudrücken. So. Und wenn du dann deinen Zeitraum von, sage ich jetzt mal, 8 Wochen betrachtest, solltest du schauen, dass du quasi dein Gewicht immer regelmäßig gesteigert hast. Beziehungsweise du solltest dich schon dazu zwingen, das Gewicht zu steigern. Versuch immer die Form gleich zu behalten, versuch nicht irgendwie an der Form was abzufälschen. Wenn du einmal deine Position hast, aus der du quasi heraustrainierst, sei es beim Bankdrücken, sei es bei den Kniebeugen, sei es bei Kreuzheben oder bei Ruderübungen, versuch diese Übung auch wirklich immer in der gleichen Form auszuführen und versuch stetig dein Gewicht zu steigern. So erhältst du eine Progression und das ist wichtig für den Muskelaufbau. Ob du jetzt während des Trainings einen guten Pump hast beim Training oder ob du einen schlechten Pump hast beim Training, spielt erstmal keine Rolle. Wichtig ist, dass du eine Progression hast, um Muskelaufbau in die Wege zu leiten. So. Natürlich wirst du deine Höhen und Tiefen haben. Das kann durchaus sein, dass du dann in der zweiten Woche bei dem Gewicht stagnierst oder in der dritten Woche vielleicht mal das Gewicht nicht schaffen solltest. Aber du solltest immer versuchen, diesen Zeitraum zu betrachten, sei es jetzt 8 Wochen. Und du musst versuchen, in diesem Zeitraum quasi selber stärker zu werden bei gleicher Form. So, das ist eigentlich so der wichtige Punkt. Und dadurch erreichst du, dass du quasi einen Muskelaufbau in die Wege leitest. Natürlich spielen dann noch so Sachen wie Regeneration, Ernährung auch eine Rolle. Aber das ist jetzt erstmal der wesentliche Punkt zum Training. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Und ja, beim nächsten Mal werde ich wieder auf solche Fragen in diesem Video eingehen. Beziehungsweise ich werde mir dann im nächsten Video dann mal wieder so eine Frage raussuchen. Ich werde das immer mal wieder machen. Ich hoffe, Kilian, dir ist geholfen. Und ich würde sagen, und Leute, der Postbote war gerade da, hat 2 dicke Pakete mitgebracht, beziehungsweise 3 Pakete, zack. Aber eins davon ist nicht für mich,
Das gehört meinem Bruder. Und ich hatte ja schon angekündigt, dass ich ja wieder eine große Bestellung aufgegeben habe. Und zwar einmal bei Mix Body Shop und einmal bei Koro Drogerie. Die sind jetzt auch gekommen. Und ich will euch natürlich nicht vorenthalten, was dort drin ist. Dementsprechend packe ich das jetzt mal mit euch aus. Ich denke mal, ich stelle die Kamera jetzt hier so auf und dann schauen wir da mal zusammen rein. Tutorial, um ein Paket zu öffnen. Ein Kartoffelmesser. Okay, schauen wir mal rein. Ich meine, ich weiß ja, was ich bestellt habe. So, zwischendurch vergesse ich da mal was. Okay, hattest du das jetzt bestellt oder hattest du es nicht bestellt? Und irgendwann fällt mir auf, du wolltest ja noch das bestellen, aber dann ist das nicht gekommen. Aber trotzdem packen wir das mal zusammen auf. Und ich denke, ich weiß auch schon, was hier ganz oben liegt, weil das ist nämlich ziemlich sicher eingepackt. Und zwar, hier ist noch nichts drin, sehr viel Pappe. Hier sind sie. Sind das Protein Chips, und zwar hier von Go Nutrition. Die werde ich mal abchecken. Geschmack ist Salt and Vinegar. Da habe ich mir direkt 1, 2, 3... 5 Pakete von geholt. Zack. Die werde ich dann auch probieren. Die Werte sind auch ganz geil eigentlich. Also in einem so einem Paket hier sind 30 Gramm. Und davon sind 15 Gramm Protein, 0,6 Gramm bloß Fett. Ich gehe mal so ein bisschen runter, dann seht ihr mich auch. 0,6 Gramm bloß Fett. Und 3,9 Gramm Kohlenhydrate. Ist ganz geil in der Diät, weil es sind dann einfach nur 89 Kalorien, das ist nichts. Aber ich glaube, das muss ich euch so zeigen. Ich fände einfach mal rein. Ihr wisst ja, so nach der FIBO-Zeit, ich hatte einfach mega Bock so auf Protein-Riegel und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache mal das Licht an, bestellst du mal so ein paar Protein-Riegel. Und ich hatte so ein paar ausprobiert. Hatte auch da mal was mit zu Rico genommen und ich fand diese Teile von Supreme und so richtig geil und jetzt habe ich mir endlich mal so ein paar bestellt und nicht zu wenig, Leute. Ich zeige euch das kurz. Schaut einfach mal so rein und dann hole ich die mal so raus. Wusch, wie viele sind das? Zack, wer weiß es, beziehungsweise was denkt ihr? Das sind, ich glaube, 20 Protein Bars. Und da sind ein paar dabei, die habe ich noch nicht gehabt. Die werde ich aber auf jeden Fall testen. Standardteile wie von Weiler, diese Yippie-Riegel, sind eigentlich ganz geil. Diese hier, die gehen ganz gut ab, die kenne ich schon. Dann so ein paar Sachen, die ich noch nicht hatte, die ich ausprobieren werde. Und zwar sind das diese hier zum Beispiel von Supreme. So ein paar Sorten hier. Ultra geil, Cookies and Cream, Peanut Butter and Jelly. Hier sind zwei unterschiedliche Cookies and Cream. Einmal mit Whey Isolat. Geil, sieht aus. Karamell Nut Chocolate, das hört sich nach Snickers an. Heftig viele Riegel, ich hab einfach mal total übertrieben. Peanut Butter Crunch, alles von diesen Supreme Riegeln. Dann habe ich noch so ein paar von diesen All-Stars Riegeln. High Pro, da sind auch ein paar davon dabei. Dann hier auch nochmal so ein Whey Crisp von All Stars. Zack. Von Peak, Tonic Crisp. So, das probiere ich alles mal aus. Aber welchen ich schon kenne und welcher richtig geil ist, das ist der hier, Leute. Bei eurer nächsten Mixed Body Shop Bestellung müsst ihr unbedingt diesen hier einfach mal mitbestellen, weil der geht ab. Ich zeige ihn euch hier. Dieser hier ist das. Checkt das ab. Peanut Butter. Der sieht schon richtig geil aus. Seht ihr das? Checkt den auf jeden Fall ab. Bestellt ihn euch als kleines Goodie nebenbei mit zu eurer eigentlichen Bestellung. Das ist ja nicht normal, dass man so viele Protein Bars bestellt. Ich habe mir aber einfach gedacht, okay, wenn du jetzt die nächsten Mal etwas cheatest, dann benutzt du einfach mal ein paar Protein Bars, weil ich habe mir selber so als Ziel, als kleine Challenge gesetzt, dass ich erstmal nicht mehr cheaten werde, und zwar bis Pfingstsonntag.
Und zwar ist das für mich so eine kleine persönliche Challenge, weil ich sehr oft Cheats drin habe und so. Und ich werde zu dem Zeitpunkt dann auch eine Diät machen, weil ich werde mit meinen Jungs, da werde ich auch filmen, am Pfingstsonntag zu Oldenbora gehen. Das ist Beach Club in Nähten. Ist eine richtig geile Geschichte. Ich blende euch mal hier ein Video ein von letztem Jahr. Das ging ultra ab. Und ja, vielleicht sind ja ein paar von meinen Zuschauern hier auch auf dem Oldenbora. Dann freue ich mich, euch zu sehen. Meine Kamera wird mit am Start sein. Und da meine ganzen Kollegen teils in Wettkampfvorbereitung sind oder waren oder schon jetzt die letzten Wochen Wettkämpfe hatten, sind die natürlich alle heftig in Form. Und ich möchte natürlich nicht schlecht neben denen aussehen. Dementsprechend gehe ich jetzt nochmal einen kurzen Cut. Ich wollte ja sowieso in die Diät gehen, aber jetzt ziehe ich sie quasi für diese ja, 2,5 Wochen nochmal ein bisschen an. Und damit ich einfach nicht schlecht neben den Leuten aussehe. Was habe ich noch? Ich habe hier noch so ein paar Riegel dabei, Muscle Protein Bar. Also ich habe nur solche Crunchy-Teile bestellt und dann immer irgendwie nur Peanut Butter, Karamell, Schokolade, Nougat. Also den ganzen geilen Scheiß. Das heißt, die Protein Bars, die auch wirklich schmecken, aber dafür natürlich dann weniger gute Nährwerte haben. Also die meisten von diesen hier haben natürlich richtig viele Kalorien, haben locker so 350 bis 400 PS. Ist dann natürlich nicht so ganz mit einer Diät zu vereinbaren, aber ich habe sie trotzdem bestellt und ich werde sie ausprobieren und ich werde dann dementsprechend auch noch meine Fazits geben. Auf jeden Fall ist es eine ganze Menge an Protein Bars. Wie gesagt, es sind knapp 20 Stück oder so. Aber ich habe hier noch ein paar andere Sachen bestellt. Und zwar habe ich hier vom Peak Tyrosin. Werde ich mal abchecken. Misha hatte mal ein Video dazu gemacht. Schwärmt von Tyrosin. Ich habe selber noch nie ausprobiert. Soll in irgendeiner Hinsicht auch so ein bisschen ja, Endorphine freisetzen. Werde ich ausprobieren. Review darüber kommt. In irgendeinem Video. Also ich mache jetzt kein generelles Tyrosin-Video, denke ich. Sondern ich werde einfach so mal ein Review machen. Was ist noch dabei? Naked Glucho, Glucosamin wieder am Start, hat mir gefallen, habe ich für gut befunden, wieder bestellt. Dann habe ich hier noch, natürlich für die Diät, meine Green Tea Caps. Checkt mein Green Tea Video ab, ich setze euch den Link hier oben ein. Eine super Sache in der Diät, eigentlich so das Supplement schlichthin für mich in meiner Diät. Standardmäßig, Zink am Start. Dann habe ich mir noch was richtig Geiles hier geholt. Und zwar Nuts and More White Chocolate. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Das hat 12 Gramm Protein auf ein Serving, hat aber auch relativ viele Kalorien auf ein Serving. Und ja, ich werde es auf jeden Fall mal abchecken. Ja, hier steht es. Auf ein Serving 12 Gramm Fett, 9 Gramm Kohlenhydrate und 12 Gramm Protein. Ja, ich bin gespannt. Ich werde mal dran riechen. Ich will jetzt wissen, wie das riecht. Und ich werde das heute Abend probieren. Auf alle Fälle. Also es riecht schon mal geil. Und die Konsistenz ist ziemlich weich. Und ich glaube, das schmeckt doch richtig geil. Fuck. Fazit dazu kommt, Leute. Nuts and More White Chocolate. Noch dabei PB2. Ich hatte das normale PB2 Peanut Butter, hatte ich schon da. Jetzt mal mit Chocolate Flavor, werde ich auch ausprobieren. Habe ich noch nicht ausprobiert. Und dann habe ich mir wieder ein bisschen Whey gekauft. Standardmäßig das Naked Whey. Und zwar Haselnuss, Cookies und Schokogeschmack. Das werde ich alles abchecken. So. Und wie gesagt, alles beim Mixed Body Shop bestellt. Link ist in der Beschreibung. Checkt das ab. Und bei eurer nächsten Bestellung legt den bei euch mit in den Warenkorb. Und probiert ihn. Einfach nur probieren, Leute.
meine ganz klare Empfehlung. So. Mann, das habe ich auch noch nicht gehabt, dass ich zwei Pakete hier öffnen musste. Auf einmal. Aber die kamen alle auf einmal. So. Zack. Und was haben wir denn hier? Apfelchips. Habe ich auch selber noch nicht probiert. Philipp hatte die wohl und der meinte, die schmecken richtig geil. Die sind, also das sind nicht diese Apfelringe, die sie schon im Sortiment hatten, die so ein bisschen weich sind. Diese hier sind hart. Das sind richtige Apfelchips. Probiere ich aus. Dann habe ich hier, ja, wie gewohnt, meine Maulbeeren. Leute, die sind bei mir in jedem Müsli morgens mit drin. Wenn ich morgens Müsli esse, Maulbeeren sind immer am Start. Ich bestelle die jeden Monat dazu. Und ich schaffe es auch jeden Monat, dieses Paket hier zu killen. Das sind 1 Kilogramm Maulbeeren. Meine Empfehlung fürs Müsli, Maulbeeren. Dann habe ich hier noch Kiwischeiben. Die werde ich dann auch probieren. Da wird auch ein, ja, Fazit drüber kommen, genauso über diese Teile hier, weil die anderen Sachen, die habe ich schon. Und zwar habe ich mir Reisgebäck, check das ab, Reisgebäck Superior bestellt. Das sieht ziemlich lecker aus und verdammt, ich gehe so kurz in die Diät, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass meine Mutter hier drüber herfallen wird, genauso wie die Kiwischeiben, die isst jeden Tag Kiwis. Oh Mann, ich glaube, ich muss das verstecken. Aber wie gesagt, Review über die Kiwischeiben, über das Reisgebäck und über die Apfelchips wird kommen. Die anderen Sachen hatte ich schon mal probiert, habe euch schon meinen ersten Eindruck gegeben. Wieder mit am Start, getrocknete Erdbeeren, fand ich ganz nice. Vor allem, die haben auch nicht so viele Kalorien. Dann das Studentenfutter, standardmäßig habe ich auch mal mit am Start. Und meine neuen Lieblinge, die Honigmelonen-Fancies. Ich habe mich auf der FIBO mit den Inhabern von Coco Drogerie über diese Honigmelonen-Fancies unterhalten und wollte wissen, ja, wie viel denn quasi bei einem so einem Paket drauf geht. Also ihr müsst wissen, das hier ist jetzt hier 1 Kilo und die sind ultra geil. Und auf dieses 1 Kilo gehen 16 Kilogramm Honigmelonen. Ich habe das Ganze mal umgerechnet, wenn man quasi sich 100 Gramm hiervon gibt, ne, dann entspricht das ungefähr einer Tafel Schokolade, sprich irgendwie 560 Kalorien. Natürlich andere Werte, ne, also es ist ja keine Tafel Schokolade, also weniger Fett, aber dafür ultra viele Carbs. Und diese Teile, die schmecken einfach ultra. Also das ist der Wahnsinn. Die haben keine 3 Tage in der Wohnung von Ben, Oksana, Philipp und mir auf der FIBO gehalten. Die waren innerhalb von 2,5 Tagen oder 2 Tagen waren die weg. Dann habe ich die mit rübergenommen, beziehungsweise das, was noch von dem Rest da war, zu Jill und Sai. Ja, und den Rest hat Jill sich gegönnt, da kam auch nicht drauf klar. Ja, das war mal wieder ein kurzer Einblick. Ich zeige euch mal kurz, wie die ganze Geschichte hier so auf dem Tisch aussieht. Ich muss nur kurz hier die Briefe so ein bisschen umdrehen, weil ihr müsst ja nicht unbedingt sehen, was da so alles ist, aber zieht euch das mal rein hier hinter mir, zack, das ist schon echt heftig. Hier sind die ganzen Riegel, da die Protein Chips, da die Sachen von Koro und hier die, ja, die anderen Subs. Wie gesagt, checkt das mal ab. Immer wieder neue Angebote beim Mix und bei Koro. Beide Links sind in der Beschreibung. Ja, ein Video mit sehr viel Werbung. Ich hoffe trotzdem, dass das Video euch gefallen hat. Content war ja auch dabei, sagen wir es mal so. Und ja, ein paar Infos habt ihr auch bekommen. Also Leute, schaltet wieder ein zum nächsten Video. Wir sehen uns. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt der ganzen Geschichte einen Daumen nach oben. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.